Hi, ich wurde jetzt schon öfters gefragt, wie ich es schaffe, dass meine Videos so angenehm weich aussehen. Und um genau dieses Thema geht es heute, ums Thema Schärfe, es geht ums Thema Details und warum weniger Schärfe mehr Filmlook bedeutet. Außerdem erfahrt ihr die besten Schärfeeinstellungen für eure Kamera. Viel Spaß mit dem Video. Wenn es um das Thema Filmlook geht, denken viele, dass man einfach nur irgendeine LUT oder sowas auf sein Video draufhauen muss, vielleicht noch so ein Blackbass draufhaut und fertig ist der Filmlook. Zu einem Filmlook zählt aber viel, viel mehr Faktoren als einfach nur die reinen Farben oder Blackbars. Zum Beispiel Bewegungsunschärfe ist ein Faktor, der auch sehr wichtig ist und sehr oft unterschätzt wird. Zu diesem Thema habe ich auch mal ein Video gemacht. Und so eine gewisse Weichheit ist aber auch so ein Faktor, der sehr wichtig ist. Was ich mit Weichheit meine, ist nicht, dass ein Bild komplett unscharf ist oder keine Details hat. Details zum Beispiel sind sehr, sehr wichtig. Je mehr Details eine Kamera aufnehmen kann, desto schöner ist es natürlich. 4K-Videos gefallen mir sehr, sehr gut. Das hat aber nicht direkt was mit der Schärfe zu tun. Schärfe ist nämlich etwas Digitales, was entweder in der Kamera oder nachträglich zugefügt wird. Und so eine digitale Schärfe ist etwas, was man im Video, zumindest im Filmbereich, nicht haben möchte. Also wenn man ein Bild aktiv ansieht, dass es geschärft worden ist digital, sieht es relativ schnell sehr billig aus. Und das ist eine Sache, die man natürlich nicht haben möchte. In analogen Zeiten, also als noch auf richtigem Film gedreht worden ist, gab es sowas wie digitale Nachschärfung natürlich noch nicht. Und da gab es trotzdem sehr viele Details. Das ist nochmal dieser kleine Unterschied. Also analoger Film hat auch eine Auflösung, wenn man es so berechnen möchte, zwischen 4 und 10K, je nachdem, was für eine Filmgröße verwendet worden ist. Also das allgemeine Ziel für so einen Filmlook sollte sein, möglichst viele Details bei möglichst wenig digitaler Schärfe. Wie bekomme ich das jetzt hin? Früher, in früheren Tutorials, habe ich öfters gesagt, dass ihr die Schärfe in eurer Kamera komplett rausstellen sollt. Von diesem Standpunkt bin ich mittlerweile so ein bisschen weg. Ich habe mich ein bisschen informiert, ich habe viel dazugelernt, was das Thema Schärfe angeht und würde jetzt diesen Hinweis nicht mehr so pauschal geben. Es gibt zwei Kamerahersteller, bei denen ich das auf jeden Fall empfehlen würde, die Schärfe komplett rauszudrehen in der Kamera. Das ist Panasonic und Sony. Also bei Panasonic und Sony, das sind so beide Hersteller, bei denen selbst wenn man die Schärfe komplett rausstellt, immer noch so eine ganz leichte digitale Nachschärfung geschieht in der Kamera. Das kann man auch nicht verhindern, aber wenn man die Schärfe bei diesen beiden Kameraherstellern komplett rausstellt, kriegt man ein ziemlich gutes Ergebnis hin. Ein Kamerahersteller, bei dem ich das jetzt zum Beispiel nicht empfehlen würde, ist DJI. Wenn ihr bei DJI Drohnen die Schärfe auf minus 3 oder minus 5, ich weiß nicht mehr genau auswendig, was da das niedrigste ist, stellt, ich glaube minus 3, habt ihr einen kompletten Pixelmatch. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch nicht haben möchte. Da hilft es dann noch nicht mehr, wenn man digital in der Post-Production nachschärft. Ihr habt dort einfach komplette Details verloren, wenn ihr in der Kamera die Schärfe komplett rausstellt. Deshalb kann es bei DJI-Drohnen hilfreich sein, die Schärfe auf 0 zu lassen oder auf plus 1 sogar. Also manche Leute stellen bei der Mavic die Schärfe auf plus 1 und erzielen damit wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Da habt ihr natürlich immer noch eine relativ starke digitale Nachschärfung, aber ihr verliert keine Details und da würde ich dann trotzdem eher lieber Wert auf Details legen. Bei der Canon C200 jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, dass das MP4-Bild auch relativ weich ist, wenn man die Schärfe komplett rausstellt. Ich kann bei der Canon C200 die Schärfe von minus 10 bis plus 40 einstellen und muss dann noch so ein bisschen rumexperimentieren, was jetzt so die beste Einstellung ist. Das erste Video damit, was ich gefilmt habe, war jetzt auf minus 10 gestellt. Das war auch relativ matschig. Jetzt das Video davor hatte ich auf 0 gestellt einfach. Jetzt habe ich es gerade hier auf plus 5 gestellt. Ich muss da selbst noch so ein bisschen experimentieren, was so die besten Schärfeeinstellungen sind. Wie gesagt, Sony Panasonic würde ich euch empfehlen, ganz rauszustellen, die Schärfe DJI eher auf 0 bis plus 1 stellen. Und jetzt auch hier bei Canon im MP4-Modus würde ich es auf 0 bis plus 5 oder sowas stellen. Ich denke, damit fährt man ganz gut. Bei Canon DSLRs würde ich es trotzdem auch noch relativ weit rausstellen. Wenn euch das Bild jetzt zu weich geworden ist und ihr trotzdem wieder so ein bisschen Crispiness in eurem Bild drin haben wollt, könnt ihr dann natürlich in eurem Schnittprogramm noch nachschärfen. Das ist dann wieder das Ziel, so wenig wie möglich nachzuschärfen und man sollte das dem Bild nicht aktiv ansehen, dass es im Schnittprogramm nachgeschärft worden ist. Bei Final Cut ist es so ein Wert zwischen 1 und 2, den ich jetzt verwenden würde. Standardmäßig ist da 2,5 eingestellt. Ich würde unter die 2 gehen. Eher so 1,5 ist für mich jetzt so der beste Wert für die Schärfeeinstellung. Welcher Wert das jetzt in Premiere genau ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht schreibt ihr das einfach mal in die Kommentare, falls ihr so die perfekte Schärfeeinstellung für Premiere kennt. Dann können andere Leute das auch lernen. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs zum Thema Schärfe und Details beim Filmen. Ich hoffe, es war hilfreich. Falls ihr noch Fragen zum Thema digital nachschärfen oder sowas habt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.